Yo, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Party People, ich möchte euch begrüßen hier zum Parteitag der einzigartigen Marki Markisch, Brands Idol Chosen, Partei Deutschlands! Yeah! Aber bevor wir jetzt richtig loslegen mit der großen Politshow, möchte ich euch noch fragen: Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something. Are you ready for the sound of MMPIGPD? Yo, Party People, auch ich begrüße euch zum Parteitag der Marki Markisch, Prince Adel Joischen Partei Deutschlands. Yo, do you like it hardcore? Yeah, we need the hardcore! Und deswegen kriegt ihr jetzt erstmal richtig Hardcore. Und zwar von one and only Hardcore Crazy, President of MMPIGPD, Dr. Hypans Mike! Yeah! Yeah, Party People, liebe Freiheitsprofis hier. Mittelstand und Freiheit. Freiheit und Mittelstand. Das geht ab. Das lockt hier. Ich sage euch, mit Courage, Konsumbereitschaft, mit Partylaune und Patriotismus hat uns der liberale Mittelstand dahin gebracht, wo wir heute stehen. Yeah! Yo! Und ich sage euch, wenn hier in diesem Land jemand länger arbeitet, weil seine Karriere einfach voll der Fun für ihn ist, wenn hier jemand länger shoppt, weil Shoppen einfach glücklich macht, dann darf der doch nicht bestraft werden. Dann darf der doch keine Steuern zahlen. Das ist doch der Garant für Wohlstand und Wachstum in diesem Land, meine Damen und Herren. Yeah! Yeah! Und ich sage euch, das sind die Leute, die noch wissen, wie wirklich das funktioniert mit der Freiheit. Weil Freiheit ist, wenn es sich vom Feeling her wirklich frei anfühlt. Freiheit, das ist, wenn ich konsumiere, auch wenn ich überhaupt kein Bedürfnis habe. Das ist, wenn ich jetzt voll entspannt bin, voll satt und alles, trotzdem gehe ich raus, hau mir irgendwo den Ranzen voll und besaufe mich, bis die Freiheitsständchen fliegen. Das ist Freiheit, meine Damen und Herren. Wenn es sich vom Feeling her wirklich frei anfühlt. Yo, 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 freedom, freedom, check, check, check that out. Ja, und so, mit dieser Freiheit und mit diesem Mittelstand schaffen wir die geistig-politische Wende in diesem Land. Yeah. Ich möchte enden mit einem visionären Wort unserer Parteigründer und großen Vordenker Marki Mark und Prince Idle Joe. I want to see more happy people. Happy people want to see more happy people. Yeah, 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 Dr. Hype, du bist so hardcore, es geht gar nicht klar. Yo, bei mir fliegen jetzt auch schon so einige Freiheitssternchen, bei euch vielleicht auch. Genauso wie bei unseren Gründungsvätern Marki Mark und Prince Idle Joe 1994, als sie schon voll die Lage abgecheckt haben. Yo. Ja, Happiness und Freiheit for all party people all over the world. Yeah. Und deshalb singen wir jetzt auf unsere Gründungsväter unsere Parteihymne. Yo, check that out. Maybe one day we'll be united, and our love won't be divided. Maybe one day we'll be united, and our love won't be divided. Oh, yeah.
seid so geil. Yo, fühlt ihr auch schon das Freiheitsgehen in euch hier? Ja. Yeah. Ich spür's schon ganz stark. Okay, aber wir haben jetzt erstmal noch eine Meldung hier von den Parteigenossen. Bitte. Yo. Michel Foucault argumentiert, dass sich im antiken Griechenland erstmals eine neue Form der freien Subjektivität entwickelte. Diese bestand darin, in ein reflektiertes, sich selbstbestimmendes Verhältnis zu sich zu treten. Die Fähigkeit des freien Mannes, über andere zu herrschen, wurde von der Fähigkeit, sich selbst zu beherrschen, abgeleitet. Demjenigen, der diese Kunst der Selbstbestimmung nicht beherrscht, wurde keine Freiheit zugesprochen. Yo, Alter. Voll die krasse Story hier. Voll der geile Bullshit, auch voller Blödsinn, aber hey, wir sind liberal bei der MMPR-GPD, darf jeder mal labern, was er will, nicht? Okay, jetzt mal aber zurück zur Realpolitik. Wir haben jetzt eine voll geile Rede von unserer One and Only Generalsekretärin, Mrs. Real, yeah! Dankeschön, Dr. Hype, ey, voll geil. Ey, wir von der Marki-Markisch-Prinz-Adel-Joschen-Partei Deutschland, ihr wisst, was wir vor der Wahl gesagt haben, das halten wir auch nach der Wahl ein! Yeah! Yo, aber es gibt noch so ein, zwei kleine Sachen, die uns bedrücken. Altlasten, meine Freunde. Altlasten, die wir zu Schulden einer Regierung tragen, die, ich kann es nicht anders sagen, den Wagen in den Dreck gekarrt hat. Ich nenne sie jetzt bei Namen. Die Koalition aus Bon Jovi und Kelly Family war nicht mehr haltbar für unser Land. No. 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 Wir brauchen Veränderung, Party People. Und deswegen zeige ich euch jetzt ein glühendes Beispiel für Veränderung. Genau, Baywatch. In der dritten Staffel nämlich von Baywatch wurde Erika Eleniak gegen Pamela Anderson eingetauscht. Baywatch sollte wachsen. Expansion, not explosion, war nun die Message. Yeah! Yeah, Party People, yeah! Da aber in Erika Eleniaks minderwertiges Scheißsilikon war, was Langstreckenflügen nicht standgehalten hätte, wurde sie eben gegen Pamela Andersons Gourmet-Implantate eingewechselt. Der einzige Grund, Party People, das regt mich so auf, ihr merkt es schon, ich bin ganz kirre. Der einzige Grund, warum Erika Eleniak eingewechselt wurde durch... Yo, check that out, babes. Wir waren eben beim Synchron nicht her. Yo, legt voll auf. Once again. Yo, der einzige Grund, warum Erika Eleniak gegen Pamela Anderson eingetauscht wurde, war, weil ihre Titten zu leicht explodierten. Aber genau das ist es. Genau das ist es. Unsere alte Regierung stand kurz vor einer Explosion. Yeah. Yo, okay. Sie stand auf jeden Fall kurz vor einer Explosion und nur durch uns, durch unsere liberale Neustrukturierung, war es uns möglich, diese Explosion aufzuhalten. Wir sind die Gourmet-Partei und wir stehen heute hier, um euch zu zeigen, dass wir Gourmet-Partei brauchen. Yeah. Yo! Deshalb, people, stay out for Gourmet! Du musst wirklich mal Gourmet her, du musst ein Turbo-Beast aus Deutschland gehen. Und ich fand es auch voll inspirierend mit Baywatch. Schöne, gut situierte Menschen helfen anderen schönen, gut situierten Menschen, die durch tollkundige Sachen in Schwierigkeiten gekommen sind. Finde ich voll wichtig für die Demokratie, nicht? Okay, machen wir jetzt mal gleich selbst Demokratie hier. Wir haben total wichtige Abstimmungen hier noch vorzunehmen. Es gibt total coole Fortanträge hier. Können Sie mal vorlesen, Mrs. Real? Yo. Jetzt wird es wirklich ernst, ja. Yo, okay, der erste Antrag lautet Tennismitgliedschaft, Golfplatzbenutzung, Gästeliste für alle oder weniger Spaß. Okay, ihr seid gefragt. Wer will Gästeliste für alle haben hier? Yo, yeah, we want a party, party, nicht lügen, nicht lügen, kommt. Jetzt mal mehr als 18%, ganz klar. Yo. Okay, und wer will weniger Spaß haben? No, okay, we are happy people. Yeah, voll und united, die Abstimmung hier. Yo. Okay, zweiter Antrag mal bitte. Zweiter Antrag. Einreißen aller Grenzen, inklusive Aufhebung des Gegensatzes von Kapital und Arbeit, selbstständiger und unselbstständiger Arbeit, Huba-Buba und Cola. Oder Schuldenerlass for Africa. Okay,
wer will jetzt mal Schluss machen mit den ganzen Grenzen, Differenzen, Mauern, das ganze Zeug? Komm, wer will das weghaben? Jetzt mal. Oh, Afrika, ja. Come down. It has to come down, ja. Yeah, genau. Und Afrika, ne, ja, ist noch ein bisschen länger da. Nicht. Ja, next kümmern wir uns nächstes Mal drum. Okay, wunderbar. Yo. Hey, das war eine voll geile Abstimmung. Wow, ihr seid ein voll krasses neoliberales Publikum, Wählerschaft. Geil, Alter, you got the spirit. Und deshalb, keep off, get off your shirts now and stay for further instructions of MMPIGPD. We want to see you sweat. Kann ich nur unterstreichen hier an dieser Stelle. Und ich will noch sagen, nochmal, Mittelstand und Freiheit, nicht? Yeah. So schaffen wir es zur geistig-politischen Wende in diesem Land hier. Und ich möchte nochmal sagen, das war auch genau das, was unsere großen visionäre Vordenker Marky Mark, Prince Idle Joe uns vorgemacht haben. Sozialpolitik, die Spaß macht und auch in der vollkommenen Sinnfreiheit super zurechtkommt. Yeah. Yeah. I want to see more happy people. Happy people want to see more happy people. Yeah. Check it out here. Thank you. Wir haben einen Auftrag zu erledigen.